Piet, 0-1 gegen Real Madrid zu Hause. Es war ein packendes Spiel, ein intensives Spiel. Wie hast du es erlebt? Ärgert man sich nach so einem Spiel mehr oder ist man dennoch irgendwie stolz auf die gute Leistung heute? Ja, ärgert man sich, weil wir waren heute auf jeden Fall nicht die schlechtere Mannschaft. Am Ende haben wir viele Chancen gehabt, auch das Tor zu machen. Wir haben die gut im Griff gehabt. Am Ende war es ein bisschen wild hin und her, aber ich glaube, dass wir gute Leistung gebracht haben. Deswegen sind wir heute enttäuscht, dass wir das Spiel verloren haben. Der Blick geht natürlich aufs Rückspiel. Wie gesagt, das ist alles drin. Was müssen wir besser machen? Gerade natürlich auch als Auswärts, das ist wahrscheinlich auch doppelt so schwer noch immer wird. Ja, wir brauchen eine ähnlich gute Leistung oder vielleicht noch bessere Leistung. Vor allem vom Tor. Wir haben heute gute Chancen gehabt. Diese Präzision jetzt heute ein bisschen gefehlt hat, aber ja, wenn wir das im Hinspiel mitbekommen, dann glaube ich, dass wir weiterhin eine gute Chance haben. Jetzt geht es am Samstag direkt weiter, Topspiel in der Bundesliga. Macht aber auch unglaublich Mut, oder? Und gibt euch Motivation zu sagen, wir sind gut drauf, wir können es und gewinnen am Samstag gegen Gladbach. Ja, wir haben ein wichtiges Heimspiel am Samstag. Wir wollen unbedingt die 3 Punkte hier zu Hause behalten. Das ist für uns in der Bundesliga sehr, sehr wichtig. Ja, wenn wir so spielen wie heute, dann bin ich sicher, dass wir das auch tun. Aber 0-1 gegen Real Madrid, ein starkes Spiel von euch. Am Ende verdient man trotzdem. Wie geht's dir damit? Wie hast du die 90 Minuten erlebt? Ja, ich denke, gute erste Halbzeit. Einige Torchancen nicht gemacht. Kommen aus der Halbzeit raus und kriegen halt ein Traumtor vor dem. Ja, ist halt schwierig zu verkraften, sowas. Ich denke, grundsätzlich war es eine sehr, sehr gute Leistung von uns. Wir haben ordentlich nach vorne gespielt, haben eine gute Balance gehabt zwischen Offensivdrang und trotzdem Konterabsicherung, weil das ist immer das Thema gegen Real Madrid mit deren schnellen Außenstürmern, sage ich mal. Das haben wir gut im Griff gehabt. Ich glaube, sie hatten einige Probleme, aber schlussendlich ist halt das Ergebnis wieder nicht befriedigend. Ja, das zieht sich durch die letzten Wochen, dass oftmals die Leistung gut ist, aber das Ergebnis nicht so passt. Real hatte einige Probleme und ihr seid auch der Grund dafür mit eurer Leistung. Ist das auch trotzdem was, trotz unabhängiges Ergebnis, das man mitnehmen kann, sagen kann, okay, fürs Rückspiel sind wir da, sind auf Augenhöhe mit einem Club wie Real Madrid? Ja, aber ich glaube, das haben wir davor schon gewusst. Also das war jetzt nichts Überraschendes für uns. Ich glaube, das war nicht überraschend, dass das Spiel jetzt so läuft. Wie gesagt, damit spielen wir in Bernabeu. Wir wissen, Real ist heute in der K.O.-Phase einfach teilweise sehr abgezockt. Das haben sie heute wieder unter Beweis gestellt. Und es gilt einfach jetzt dort wieder eine gute Balance zu finden. Und dann versuchen wir natürlich, dass wir das Spiel dort gewinnen. Also wenn wir das Spiel gewinnen, sind wir auf jeden Fall schon mal in der Verlängerung. So einfach ist das. Und ich glaube, die Chancen stehen jetzt nicht so schlecht. Absolut. Wir wünschen euch viel Erfolg im Rückspiel. Danke dir, Xaver.